So, und ich komme zu meiner nächsten Runde, nahtloser Übergang. Wie heißt es so schön, wer A sagt, muss auch B sagen. Wer über Fernverkehr redet, der muss auch was zum Nahverkehr sagen. Herzlich willkommen zu unserem ÖPNV-Panel. Auch hier habe ich mir spannende Gäste eingeladen. Wir wollen über die Zukunft des ÖPNV als Teil der Daseinsvorsorge und vor allem über den Beitrag des Mittelstands daran sprechen. Meine Gäste sind Dirk Hensken, da sehe ich ihn schon, Geschäftsführer der GoOn in Bielefeld. Die GoOn bietet Bus- und Schienenverkehr in der Region an. Herr Hensken ist außerdem Vorstand unseres nordrhein-westfälischen Landesverbandes NWO und inzwischen auch Mitglied des BDO-Vorstands. Schön, dass Sie da sind, Herr Hensken. Dann begrüße ich Alois Rainer, CSU, Wahlkreis Straubing, seit 2013 Mitglied des Bundestages, seit 2019 Mitglied des Fraktionsvorstands und vor allem verkehrspolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Herzlich willkommen, lieber Herr Rainer. Es geht weiter mit Thorsten Herbst, Wahlkreis Bautzen I für die FDP. Er ist seit 2017 im Bundestag, hier Obmann im Verkehrsausschuss, gerade frisch wiedergewählt in den Bundesvorstand seiner Partei. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Wir freuen uns, dass Sie heute bei uns sind. Und ich begrüße Dr. Sebastian Rohling, Rechtsanwalt und Notar aus Osnabrück. Und auch wenn man es ihm nicht ansieht, langjähriger Begleiter des BDO und der privaten Busunternehmer und Busunternehmerinnen, die er vor allem schwerpunktmäßig im ÖPNV berät. Hallo Sebastian, herzlich willkommen. So, wir hatten vorhin zweimal Matthias und dann ist mir aufgefallen, wir haben auch zweimal Kurt. Ich begrüße nämlich ganz herzlich Peter Kurt. Ich kann ihn noch nicht, aber er scheint schon in der Leitung zu sein. Vielen Berlinern, vor allem die nicht mehr ganz so jung sind, ist er als Politiker in den 90er Jahren und in den 2000er Jahren bekannt und als Unternehmer danach. Viel wichtiger aber ist uns seine heutige Tätigkeit. Er ist seit 2009 geschäftsführender Präsident des BDE, Bundesverband Deutscher Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft, und seit dem letzten Jahr auch Präsident des Europäischen Entsorgungsverbandes FEAD. Herzlich willkommen, Peter Kurt. Ich freue mich, dass Sie da sind. Kaum Hallo. eine Branche hat so sehr Kunden verloren während der Pandemie wie der ÖPNV. Die Bustouristik lasse ich hier mal außen vor, die natürlich auch. Das betrifft besonders die Unternehmen des Mittelstands, die ihren Beitrag zur Daseinsvorsorge mittels eigenwirtschaftlicher Verkehre leisten. Die hat es extrem getroffen. Genauso wie die kommunalen Verkehrsunternehmen profitieren die Unternehmen des Mittelstands von den Rettungsschirmen der Bundesregierung. Über die haben wir vorhin auch ganz kurz schon gesprochen. Der Fokus liegt in diesen Wochen jetzt darauf, wie können wir das Vertrauen der Kundinnen und Kunden zurückerlangen? Und gelingt es, durch dieses zurückgewonnene Vertrauen den ÖPNV auch wieder so stark zu machen, dass er seinen Beitrag zum Klimaschutz durch CO2-Reduzierung leisten kann? Nach wie vor gilt das Motto der Runde davor schon. Wir sind zwar nur remote beieinander, aber Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben auch jetzt die Möglichkeit, über die F&A-Funktion Ihre Fragen zu stellen oder indem Sie auf den Daumen bei der jeweiligen Frage klicken, bereits dort gelistete Fragen zu gewichten und nach oben zu bringen, sozusagen. Ich beginne mit Herrn Hensken. Herr Hensken, wie sieht denn gegenwärtig Ihre unternehmerische Praxis im ÖPNV 2021 aus? Was sind aktuell die Themen, mit denen Sie sich am meisten rumschlagen? Also ganz konkret, die unternehmerische Praxis hat zumindest was die Busverkehre anbelangt, wieder ein Stück weit in die Normalität zurückgefunden. Das heißt also, wir fahren jetzt auch nach dem Hochfahren der Schulen wieder den vollen Fahrplan ohne Einschränkung, alle Verstärker. Das hat schon mal so ein Stück weit zur Normalität beigetragen. Ansonsten, um auf Ihre Frage konkret einzugehen, ja, das ist so. Wir müssen die Attraktivität steigern. Wir müssen dem Fahrgast die Sicherheit zurückbringen, auch wieder in unsere Busse einzusteigen. Dazu haben wir alle möglichen Maßnahmen ergriffen. Wir haben die Filter, Antiviralfilter eingebaut in den Fahrzeugen mit Kompressorklimaanlagen.
Wir haben natürlich immer wieder auf die Maskenpflicht hingewiesen, setzen diese Maskenpflicht oder weitestgehend auch durch. Es ist ein bisschen teilweise politisches Wirrwarr, wenn ich jetzt an diesen letzten Samstag denke, wo dann plötzlich von der FFP2-Maskenpflicht wieder auf OP-Masken zurückgeswitcht wurde, das dem Fahrgast dann wiederum zu erläutern, beim Fahrpersonal zu erklären, ist immer etwas schwierig. Aber so rein grundsätzlich bieten wir alle Möglichkeiten an, dass der Fahrgast sich bei uns sicher fühlt und den ÖPNV auch wieder nutzen kann. Nun ist es aber auch so, dass die Busse natürlich im Moment immer noch nicht wieder so gefüllt sind wie vor der Pandemie, noch längst nicht. Bei den Fahrgeldeinnahmen sind wir so ungefähr bei 50% jetzt angelangt aktuell. Und ich denke, da müssen noch einige Anstrengungen unternommen werden, um da möglicherweise wirklich diese Verkehrswende einzuläuten und wieder Fahrgäste in die Busse zurückzugewinnen durch Tarifangebote, durch Steigerung der Attraktivität. Aber ich denke, das sind Punkte, da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Vielen Dank. Herr Rainer, Frage an Sie, wenn Sie das hören, Thema Vertrauen, Zurückgewinnung der Fahrgäste. Ich nehme an, das ist auch eins der Themen, die Sie auf Ihrem Schreibtisch haben. Was beschäftigt Sie aktuell noch in Sachen ÖPNV? Ja, liebe Frau Ludwig, zuerst einmal vielen Dank an alle, die den ÖPNV durch die Krise hinweg angeboten haben. Also das muss man schon einmal sagen, das war nicht selbstverständlich, nicht einfach. Und all diejenigen, die auch jetzt kräftig mitwirken, dass man wieder in die Puschen kommt, wenn ich es mal so einfach sagen darf. Klar liegt es bei uns immer auf dem Tisch. Jetzt liegt es aktuell auf dem Tisch die Erhöhung der Regionalisierungsmittel. Auch diese Diskussion, die haben wir ja. Wir haben die Diskussion, dass der Bund die ersten 2,5 Milliarden gezahlt hat an die Länder, aber die Länder ihren Anteil noch nicht ganz, sage ich mal so ganz vorsichtig, der Bundesrechnungshof hat es ja abgerügt oder angesprochen, dass die Länder das noch nicht ausgezahlt haben. Jetzt liegt unser Vorschlag vor. Wenn die Länder nachweislich das Geld ausgegeben haben, dann kommt eine weitere Milliarde aus Bundesmitteln, um den ÖPNV auch hier zu stützen. Also wohlgemerkt, wir wissen, der ÖPNV braucht dieses Geld. Es ist auch nachgewiesen, diese 7 Milliarden sind notwendig. Die Hälfte bringt der Bund. Wir werden das nächste Woche beschließen und dann der Bundesrat noch mit dazu. Da wird es vielleicht noch die eine oder andere Diskussion geben, ob die Länder damit einverstanden sind mit unserer Vorgabe. Aber das ist halt so, wie es ist. Ansonsten haben wir in der vergangenen Zeit natürlich auch über Corona hinweg die PBFG-Novelle mit beschlossen, mit vielen Dingen, die damit für den ÖPNV zu tun haben. Natürlich auch die im Anschluss befindliche Mobilitätsdatenverordnung, die gerade auch der BDO stark in der Diskussion hat, können wir dann auch gerne nochmal mit drauf gehen. Aber ich denke, wichtig ist die oberste Prämisse, dass man die Finanzen für diejenigen, die ÖPNV bereitstellen, auch unterstützen. Es ist nicht Bundesaufgabe, aber Corona ist eine andere Zeit. Wir haben schon vor Corona den ÖPNV unterstützt, werden ihn im Nachgang auch weiterhin unterstützen. Wir haben die Clean Vehicles Directive mit beschlossen, das auch den ÖPNV ein Stück weit mit betrifft. Also der Klimaschutz spielt eine große Rolle bei der Nutzung des ÖPNVs und ich bin fest überzeugt, dass die Angebote Stück für Stück weiter genutzt werden müssen. Bin aber auch überzeugt, dass wir uns wahrscheinlich über weitere Hilfen im Nachgang, eventuell auch nach der Bundestagswahl, noch mehr unterhalten müssen, weil von heute auf morgen wird die volle Auslastung nicht da sein. Wir wollen aber, dass das Angebot bereitgestellt wird, also müssen wir auch weiterhin unterstützen. Wir haben gerade gestern in einer Diskussion gelernt, dass es wohl psychologisch völlig normal ist, dass man Freude sich nur ganz kurz merkt und Angst leider sehr lang. Und deswegen wird das wohl noch eine Weile in den Köpfen der Menschen bleiben, dass man Abstand halten muss, dass man
Menschenansammlungen lieber meidet. Und ich glaube, da liegt noch eine gewaltige Aufgabe vor dem öffentlichen Verkehr, der dann mit Sicherheit noch Unterstützung benötigt. Ganz klar, da teile ich Ihre Einschätzung. Vielen Dank dafür. Lieber Herr Herbst, ich habe Sie bislang eigentlich eher so mit dem Auto in Verbindung gebracht, wenn ich mir Ihre Karriere anschaue, und weniger als ÖPNV-Verfechter. Wie ist Ihre Haltung? Wie wichtig ist Ihnen der ÖPNV und was sind aktuell Ihre Themen für den ÖPNV, die Sie im Vordergrund sehen? Ja, vielen Dank für die Einladung und für die Gelegenheit zum Austausch. Also ich nutze ja alle Verkehrsmittel. Also ich bin genauso Mountainbiker, Radfahrer, wie ich Zugfahrer bin, wie ich Straßenbahn, das nutze und auch das Auto. Weil ich glaube, wir müssen einfach akzeptieren, dass es sehr unterschiedliche Mobilitätsanforderungen, Mobilitätswünsche gibt. Ich sage mal, in einer Stadt wie Berlin bin ich auch ohne Auto unterwegs, brauche ich gar nicht, macht wenig Sinn. Wenn ich hier in Ostsachsen Termine mache, geht es schlichtweg nicht ohne Auto. Das ist mit ÖPNV nicht leistbar, muss man ehrlicherweise sagen. Ich glaube, wir brauchen einen realistischen Blick auf die Dinge. Der ÖPNV hat aus meiner Sicht Potenziale, die gehoben werden können. Und ich glaube auch, um anzuschließen an die Frage vorher, wird das Vertrauen wieder steigen? Nutzen die Leute wieder ÖPNV? Würde ich sagen, schon ja, aber vielleicht anders. Ich glaube, die Potenziale in Ballungsräumen sind vorhanden. Und sag mal, niemand fährt gern mit dem Auto nach Berlin rein oder nach Frankfurt oder nach Hamburg. Wenn man dann mit dem Zug schnell ist, wird man das immer nutzen. Aber wir fahren vielleicht nicht mehr 5 Werktage auf Arbeit mit dem Zug hinein, sondern vielleicht nur noch 3 Werktage. Und da stellt sich die Frage, wie kann man Tarifmodelle so attraktiv machen, dass sich zum Beispiel dann jemand dafür entscheidet und nicht dann überlegt, ob er generell dann sagt, naja, wenn ich jetzt nur noch 3 Tage fahre, macht dann die Zeitkarte Sinn. Also das wird eine Herausforderung sein, wie man flexiblere Angebote macht. Das Zweite ist, und das betrifft ja auch die Unternehmen Ihres Verbandes, ich glaube, wir haben jetzt in der Krise gelernt, dass Wirtschaft nicht automatisch läuft und wir auch ein bisschen verwöhnt waren in den letzten Jahren, dass Unternehmen investiert haben, dass Arbeitsplätze geschaffen wurden, dass Steuern gezahlt werden. Und wir haben jetzt einen Einbruch erlebt, der heftig war und der auch viele Unternehmen ja auch in die Grenze, sage ich mal, der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit gebracht hat. Und trotz aller Milliarden, die wir jetzt ausgezahlt haben, auch an Hilfen und Erhöhung Regionalisierungsmittel und Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz und was alles an Geld fließt, wissen wir, dass die Unternehmen trotzdem eine Unterstützung brauchen. Es muss um Bürokratieabbau gehen. Es geht darum, auch einen Belastungsstopp mal einzuführen, weil immer nur was obendrauf gepackt wird. Und ich finde, wenn wir als Wirtschaftsstandort erfolgreich sein wollen, dann brauchen wir jetzt einen Belastungsstopp und eine Entlastungsperspektive. Und das sehe ich bei vielen Parteien gar nicht. Man diskutiert viel über Klimawandel, aber nicht über diejenigen, die es wirtschaftlich tragen sollen. Und am Ende des Tages müssen sich die Sachen ja rechnen, weil sonst wird es nicht mehr funktionieren. Und dann, was sicher auch ein großes Thema sein wird für den ÖPNV in der Fläche, ist halt die Frage, wie verknüpft man einen klassischen, sagen wir mal, liniengebundenen Verkehr, der nach einem Fahrplan fährt, mit flexibleren Angeboten. Weil, sagen wir mal, der Bus, der das 3000-Seelendorf zweimal am Tag anfährt, der ist keine wirkliche Alternative zum eigenen Auto, zum Fahrrad, zum Moped. Also da müssen wir uns neue Gedanken machen. Und ich finde es ein bisschen schade, dass man beim Personenbeförderungsgesetz es verpasst hat, ein bisschen kreativer und innovativer zu sein. Weil wenn wir wirklich eine Alternative zum eigenen Fahrzeug bieten wollen, dann muss es auch eine andere Form an angebotskundenorientierter Mobilitätsform geben. Und ich glaube, da werden wir noch eine Menge Gehirnschmalz rein investieren müssen. Ich würde mir wünschen, dass der Staat insgesamt ein bisschen innovativer und moderner unterwegs ist. Vielen Dank. Herr Kurt, wir haben Sie als kompetente Stimme einer Nachbarbranche der Daseinsvorsorge heute hier eingeladen. Ihr Verband ist übrigens ebenso wie der BDO Teil des Bündnisses Fairer Wettbewerb, das gemeinsam mit anderen Wirtschaftsverbänden 2017 ins Leben gerufen wurde. Ich musste nachschauen, das kam mir noch nicht so lange hervor. Herr Kurt, wenn Sie jetzt auch in dem Panel davor Unternehmer und Politik hören zum Thema Daseinsvorsorge, was kommt Ihnen bekannt vor und wie ist Ihre Wahrnehmung unserer Branche? Wo gibt es da Parallelen? Vielen Dank, Frau Ludwig, für die Einführung, auch für die Einladung zu diesem Panel. Ich habe Frau Leonhardt kennengelernt, tatsächlich 2017, und ich glaube, wir haben uns gut verstanden in dem Bündnis Fairer Wettbewerb, weil wir, ich traue mich das zu sagen, etwas klarer formuliert haben als einige andere, die zwar das Thema zunehmende Kommunalisierung, zunehmende
Staatswirtschaft auch kritisch sehen, aber sich nicht mehr getraut haben, das überhaupt noch zu benennen als Trend, weil sie gesagt haben, die Kommunen sind ja auch unsere Auftraggeber und die vergrenzen wir uns am besten mal nicht. Das ist ein Teil des Problems auch. Und die Wahrnehmung ganz aktuell Ihrer Branche durch uns, und deswegen habe ich gesagt, was immer auch Sie fragen, ich nehme gerne an Ihrem Panel teil, ist, dass Sie unter der Überschrift Corona-Maßnahmen schon auch eine ganze Menge Willkür erlebt haben. Das heißt, man hat grundsätzlich zwar Verständnis für vernünftige Maßnahmen, hätte aber doch wirklich gerne gesehen, als betroffener mittelständischer Unternehmer, dem die Arbeit verboten wird, dass das Ganze mit einer gewissen Logik passiert. Und das ist nicht immer der Fall gewesen in der Busbranche. Und von daher ist die Sympathie und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit durchaus gewachsen. Und wenn Sie jetzt fragen, was sind denn die Parallelen beider Branchen, bei der Daseinsvorsorge oder bei der Komplex-Daseinsvorsorge, dann kann man genau das nennen. Wir stellen fest, Herr Professor Sittki hat das sehr schön dargestellt, wir stellen fest, der Anteil der Kommunen an der Erwirtschaftung unseres Bruttoinlandsproduktes wächst und wächst, dynamisch. Das ist ja insbesondere das ein kommunales Problem, nicht so sehr des Bundes und der Länder. Wir stellen fest, dass der Wettbewerb, den sich alle unsere Mitgliedsunternehmen, Ihre wie meine, grundsätzlich sehr gerne stellen. Sie sind nämlich gewohnt, im Wettbewerb zu agieren, aber dass die Wettbewerbsbedingungen eben genau nicht fair sind, dass keine Transparenz mehr herrscht, dass steuerliche Diskriminierung privater Unternehmen stattfindet, um nur einiges zu nennen. Wir stellen fest, dass es praktisch keinen Rechtsschutz dagegen gibt. Die 10 Beispielsfälle, die Professor Sittki genannt hat, jedem Mittelständler, jedem Steuerzahler, sollten die Haare zu Berge stehen, wenn Sie sehen oder hören, dass die Stadt Völklingen im Saarland eine Meeresfischzuchtanlage betreibt, 20 Millionen Euro Verlust im ersten Jahr erwirtschaftet, dann in der Insolvenz landet. Aber ich würde mir wünschen, dass auch der ein oder andere Politiker ins Nachdenken kommt, ob das eigentlich eine Entwicklung ist, die wir wollen. Und die 10 Skandalfälle, interessant wäre jetzt gewesen, Herrn Professor Sittki zu fragen, was ist denn eigentlich aus denen geworden? Hat irgendwo bei diesen Fällen die Kommunalaufsicht mal ihren Job gemacht und gesagt, hier haben wir eine Entwicklung, die passt doch ganz offensichtlich nicht in unser Grundsatzverständnis, auch in unsere grundgesetzliche Aufgabenverteilung. Und hier werden wir als Kommunalaufsicht mal tätig. Ich kann Ihnen die Antwort geben, in keinem einzigen dieser Fälle ist die Kommunalaufsicht eingeschritten. Und das hat auch damit zu tun, dass ich die 4. Parallele nenne. Wir haben auch in der Politik etwas zu wenig Unterstützung. Auch Parteien, von denen man das erwartet hätte, hier im Panel sind einige vertreten, dass sie das Thema Mittelstand auch in der Wettbewerbssituation zur Staatswirtschaft verstehen und als Ansprechpartner fungieren und bestimmte Exzesse auch mal stoppen. Also dass der Bundestag in der letzten Legislaturperiode beschlossen hat, dass nun auch das wirtschaftliche Tätigwerden einer Kommune in einem anderen Bundesland von denselben steuerlichen Privilegierungen geschützt ist wie im eigenen Kerngebiet der Gemeinde, das ist ja wohl eigentlich nicht ernst gemeint. Also lange Rede, kurzer Sinn, jeder, der diese Entwicklung problematisch findet, dazu gehört der BDO, dazu gehört auch der BDE, wir sind auch im Alphabet nah beieinander, sollte überlegen, was er tun kann, um dieses Thema auf der Tagesordnung zu halten. Es werden auch wieder andere politische Rahmenbedingungen kommen, aber bis dahin müssen wir daran arbeiten, dass wir wahrgenommen werden, denn der alte Sponti-Satz, allein machen Sie dich ein, der gilt leider für unseren Mittelständler vor Ort, genauso für einen Verband, der alleine ein solches Thema agiert. Wir sind hier zur Partnerschaft wirklich aufgerufen und wir sind auch gerne bereit dazu. Vielen Dank. Ja, unserem Bündnis geht die Arbeit nicht aus. Wir sind da noch vor gewaltigen Herausforderungen. Sebastian, du kennst unsere Branche als Rechtsanwalt und inzwischen auch als Ratgeber über rechtliche Fragen hinaus seit vielen Jahren. Wie ist dein Blick auf die private Busbranche im Vergleich zu vor 10 Jahren? Was ist heute anders? Was sind so die gravierendsten Änderungen?
Ja, ich darf mich auch zunächst für die Einladung bedanken und weiß gar nicht, warum ich hier bin. Herr Kurt hat eigentlich schon fast alles eben gerade erwähnt, was mir hier auf der Zunge brennt, seitdem ich heute Morgen zuhören darf. Die Lage aus anwaltlicher Sicht, da muss man ja immer einschränkend erstmal sagen, die Fälle, die wir hier auf den Tisch bekommen, die sind immer noch zu großen Teilen streitgeprägt, also jedenfalls konfliktgeprägt. Das hat sich aber ein bisschen verändert. In den letzten Jahren ist es mehr und mehr dahin gegangen, zu einer beratenden Tätigkeit im Vorfeld von Konflikten, bevor ein Streit überhaupt erst ausbrechen kann. Und da hat mich in den gut 15 Jahren, die ich jetzt fast ausschließlich ÖPNV-Recht mache, sehr beeindruckt, wie sich das Klima doch verändert hat bei den Unternehmern, die das teilweise seit Jahrzehnten machen. Eben ist es schon angesprochen worden. Ich will es nicht unbedingt Angst nennen, aber schon die Sorge, kann ich mich mit dem Aufgabenträger, kann ich mich mit meiner Kommune eigentlich überhaupt anlegen in einem Wirtschaftsumfeld, das geprägt ist durch sehr langjährige Verträge, durch sehr langjährige Genehmigungen und auch durch Wettbewerb. Da will ich gleich noch was zu sagen, zu der Frage fairer Wettbewerb oder nicht, aber zunächst mal zu dieser Pandemiesituation. Wir sind da bundesweit unterwegs und es gibt immer wieder sehr erhellende Einblicke, wie unterschiedlich es eigentlich laufen kann. Ohne Namen zu nennen, nur zwei Fälle, die gegensätzlicher nicht sein könnten. Ein Landrat, der mir in vertrauensvollen Gesprächen unter Pandemiebedingungen dennoch gesagt hat, wir treffen uns persönlich, möchte nicht, dass das irgendwie online über irgendwelche Programme läuft, da muss man sich schon mal in die Augen gucken können. Und der mir dann persönlich gesagt hat, Herr Dr. Rohling, ich weiß, als Anwalt müssen Sie über Risiken aufklären, aber ob Brüssel irgendwann mal dazu hustet, dass ich jetzt hier die Mittelständler vor Ort in einer solchen Notlage unterstütze, finanziell, das sehen Sie mir schon nach, dass ich das jetzt nicht in erster Linie am Beihilferecht arrangiere, sondern es jetzt Dringenderes gibt. Eine Wohltat, ja. Auf der anderen Seite Verhandlungsversuche mit Aufgabenträgern, die sich kein Jahr zuvor größte Mühe unter Zuhilfenahme einer Fachkanzlei gegeben haben, unseren Mandanten zu attestieren, dass ihr eigenwirtschaftlicher Antrag überhaupt nicht fahrbar sei. Dass man also nicht in der Lage sei, einen Verkehr zu kalkulieren und dass dieser Verkehr also zeitnah zusammenbrechen wird und deshalb also die Genehmigung auf keinen Fall erteilt werden darf, was dann auch von der Genehmigungsbehörde so befolgt wurde. Eben dieser Aufgabenträger sagt also ein Dreivierteljahr in einer pandemiebedingten Notlage auf einen Teilbetriebspflichtentbindungsantrag, juristisches Wortungetüm, aber Ausdünnung des Fahrplanes, auch schon aufgrund mangelnder Nachfrage absolut angezeigt, kommt dann die Stellungnahme, in der es heißt, einer Entbindung wird nicht zugestimmt. Solange das Eigenkapital des Unternehmens nicht nachweislich aufgezehrt ist, könne man doch ruhig noch weiter den Verkehr erbringen. Das alles aus ein und demselben Haus zu hören in zeitlich dichter Folge weckt natürlich größtes Misstrauen in einem Umfeld, das nicht gerade durch Fairness geprägt ist. Ich fand den Vortrag von Professor Sittki sehr erhellend und wie ein guter Professor hat er auch bemerkenswert vermieden, sich deutlich da zu positionieren, wo wir jetzt eigentlich gerade auf dieser Skala uns bewegen. Da habe ich persönlich eine ganz deutliche Meinung zu, das ist auch bekannt. Mir hat die staatliche Einflussnahme in den letzten 10 Jahren viel zu sehr überhand genommen. Es gibt kein Vertrauen mehr in die private Leistungserbringung. Wir hatten noch 2008 in fast jedem Bundesland Subsidiaritätsklauseln, die gesagt haben, eine Verantwortung für die Leistungserbringung des Staates geht immer nur so weit, wie Private nicht in der Lage sind, das mindestens genauso gut zu machen. Diese Klauseln sind aus den Gemeindeordnungen sang- und klanglos und ohne viel Aufhebens gestrichen worden. Und hinzu kommt dann auch die Definitionshoheit über Vorabbekanntmachung, Nahverkehrspläne und so weiter und so fort. Da könnte man jetzt lange drüber sprechen. Dabei will ich es erstmal belassen. Aber es ist schon ein Stachel im Fleisch des Mittelstandes,
dass immer über fairen Wettbewerb gesprochen wird, über die Einhaltung von Wettbewerb. Mittelständler haben überhaupt kein Problem mit Wettbewerb. Die sind sehr selbstbewusst und die arbeiten sehr hart dafür, dass sie im Wettbewerb bestehen können. Aber sie können nicht verstehen, dass Direktvergaben ohne jeglichen Wettbewerb an kommunale Unternehmen erteilt werden, die damit es dann noch schaffen, zu sehr hohen Kosten nur zu produzieren und dann auf der nachgelagerten Ebene Wettbewerb schon stattfindet, aber dann durch das Kommunalunternehmen und auch nur im Verhandlungswettbewerb, nicht in einem offenen Wettbewerb, die Preise gedrückt werden. Also da wird mit zweierlei Maß gemessen und das hat sich, das würde ich aus meiner Sicht sagen, ist der Kernpunkt eigentlich der letzten 10 bis 15 Jahre, dass der Wettbewerb am Markt durch den Mittelstand ersetzt wurde durch einen staatlich stark beeinflussten, geplanten Wettbewerb, wobei einige Unternehmen dann doch ein bisschen gleicher sind als andere. Vielen Dank. Sebastian, ich bleibe mal gleich bei dir noch. Unser Eindruck ist, dass oft Versuche unternommen werden, den Mittelstand so außerhalb der Daseinsvorsorge zu verorten und so nach dem Motto, Mittelständler machen ÖPNV-Verkehre, weil sie Gewinn erzielen wollen und nicht um einen Beitrag zur Mobilität zu leisten. Und die kommunalen Unternehmen machen das aus Altruismus oder was auch immer. Wie siehst du das und wie siehst du, wenn du jetzt uns was ins Hausaufgabenheft schreiben müsstest als Branchenvertreter, wo wir dort stärker ansetzen müssten, um dem etwas entgegenzusetzen? Ich würde in der Tat vorne anfangen. Ich habe massive Probleme mit diesem Begriff der Daseinsvorsorge, der auf Professor Forsthoff 1938 zurückgeht und der immer wieder herangezogen wird, um letztendlich zu definieren, worum soll sich eigentlich der Staat kümmern? Und das ist, wenn ich hier vorhin in der Diskussion viel mal, man müsse sich doch auch überlegen, ob der Familienbesuch durch die Oma per Fernreise nicht auch irgendwo Daseinsvorsorge ist. Für sowas lassen sich immer Argumente finden. Ja klar, Pflege der Familie, Familienbeziehungen und so weiter und so fort. Nur Daseinsvorsorge ist ja klassisch mal so gemeint gewesen, dass der Staat eine Organisationsverantwortung hat, ja, aber keine Durchführungsverantwortung. Er schafft den Rahmen dafür, dass die im Lichte der Daseinsvorsorge erforderlichen Leistungen erbracht werden, aber selbstverständlich zunächst mal durch die Privatwirtschaft. Und der Staat hat dann eine Auffangverantwortung, wenn er sagt, diese Leistung ist so wichtig. Ja, krasses Beispiel, bloß weil kein Privater, ist ja nicht so, aber nehmen wir mal an, kein Privater hätte Lust mehr, sich um Abwasserentsorgung zu kümmern. Dann darf der Staat natürlich nicht sagen, wir schaffen jetzt die Kanalisation ab, sondern dann muss er einspringen. Aber bis zu dieser scharfen Grenze kann er nicht einfach sagen, das ist aber ein interessantes Tätigkeitsfeld. Wie kann das sein, dass die Stadtwerke einer größeren bayerischen Stadt eine Milliardenbilanz haben? Das kann ich mir nicht vorstellen, wie sich so etwas letztendlich rechtfertigen lässt. Und dann noch den anderen Punkt, den du angesprochen hast, auch dort würde ich weiter vorne ansetzen. Warum muss man sich eigentlich vorwerfen lassen, dass man einen Gewinn erzielen möchte? Also alles andere nennt sich Hobby und ist zu versteuern. Das Erzielen von Gewinnen ist unternehmerisches Kernziel und dass diese Gewinne angemessen sein müssen, nicht auf dem Rücken der Allgemeinheit zu Monopolgewinnen oder Ähnlichem führen dürfen, ist vollkommen unstreitig. Aber diese Argumentation, die öffentliche Hand macht das aus Altruismus, auf der Ebene wollen wir, glaube ich, nicht diskutieren, weil dann kann man dem auch entgegenhalten, so ein paar andere Motivationen, warum öffentliche Unternehmen Dinge tun oder nicht tun. Hier gibt es noch eine Klarstellung, vielen Dank Sebastian, von dem Herrn Dr. Stoffregen, der Wert darauf legt, dass das richtig gestellt wird, dass er genau nicht gesagt hat, dass der Staat durch sein eigenes Unternehmen den Besuch bei der Oma ermöglichen soll. Also nochmal eine andere Auslegung der Daseinsvorsorge sozusagen. So, vielen Dank. Herr Hensken, Sie haben mit Ihrer Go-On, ich bin mir unsicher, 23 oder 24 Gesellschafter des Mittelstands und haben die Region da ja für den Mittelstand geöffnet, seit 2010, wie ich recherchiert habe. Wenn Sie auf dieses Jahrzehnt, das hinter Ihnen liegt, blicken, ist das ein Vorbild für andere Unternehmer, sei es jetzt
dahingestellt, ob sie Konzessionäre sind oder auch Auftragnehmer, aber dass man sagt, das ist ein Weg, ich möchte unternehmerisch tätig sein. Können Sie da hier Tipps geben, wie Ihnen das gelungen ist? Ja, also zunächst mal sind wir aktuell 25 Gesellschafter in ganz Ostwestfalen und Lippe verstreut, alles Mittelständler. Als wir gegründet wurden 2004, muss ich leider korrigieren, 2010 war, glaube ich, der erste große Wettbewerb, in den wir eingetreten sind und gewonnen haben, damals eigenwirtschaftlicher Natur. Als wir in den Markt eingetreten sind, gab es damals ein deutliches Monopol im Regionalbusverkehr durch die Bahnbusgesellschaften. Das war auch so mit der Grund, warum die GoOn sich eigentlich gegründet hat, weil ein Großteil der Gesellschafter als Subunternehmer der Bahnbusgesellschaften tätig waren und dort ja dem Preisdiktat quasi gehorchen mussten. Das führte zu großer Unzufriedenheit und somit hat sich die GoOn dann 2004, wie gesagt, gegründet. Wir haben in dieser Zeit in allen Bereichen Verkehre erbracht. Herr Dr. Rohling hat uns in einigen Verfahren auch begleiten müssen. Wir waren zunächst ausschließlich eigenwirtschaftlich im Genehmigungswettbewerb tätig. Und das war eigentlich auch für uns eine sehr, sehr gute und positive Erfahrung, dass wir gesehen haben, wir als Mittelständler sind durchaus in der Lage, Verkehre zu organisieren, Fahrpläne aufzustellen, die draußen auch vom Fahrgast akzeptiert werden, Attraktivität in den ÖPNV hineinzubringen. Und das haben wir dann in dem Bereich Paderborn und Höxter in einigen Linienbündeln dann auch über viele Jahre beweisen dürfen. Man hat uns letztlich diese Eigenwirtschaftlichkeit weggenommen, indem das ÖPNV-Gesetz NRW dann aufgestellt wurde. Und dort hat man dann den Vorrang der Eigenwirtschaftlichkeit ja mehr oder weniger mit Füßen getreten und hat dann einen Passus hineingebracht, in dem die Aufgabenträger das Wahlrecht bekommen haben, die 11a-Mittel, also die maßgeblichen Finanzierungsmittel im ÖPNV, nicht mehr direkt an die Verkehrsunternehmen, sondern nur noch über eine allgemeine Vorschrift weiterzuleiten. Das hat dann letztlich dazu geführt, dass der letzte eigenwirtschaftliche Verkehr jetzt in unserem Verkehrsraum 2024 auslaufen wird. Unser eigener letzter Verkehr läuft 2023 aus. Ich habe das in mehreren Politikrunden hier bei uns in der Lokalpolitik dann auch schon mal als Enteignung bezeichnet, weil wir hätten den einen oder anderen Verkehr durchaus eigenwirtschaftlich weiterfahren können, sogar unter Pandemiebedingungen. Herr Dr. Rohling hat mit uns gemeinsam nochmal versucht, auf einen Antrag da nochmal beim Aufgabenträger hinzuwirken, dass möglicherweise da nochmal die Eigenwirtschaftlichkeit obsiegt. Aber das hat man dann unterbunden, leider. Und somit muss ich sagen, es hat sich für uns der Markt doch deutlich gewandelt. Wir schrecken nicht den Wettbewerb. Wir sind jetzt auch sehr erfolgreich im Bruttoverfahrenswettbewerb, also im sogenannten öffentlichen Dienstleistungsauftrag. Können wir uns gegen die Player Transdev und Deutsche Bahn sehr gut durchsetzen und haben deutlich Marktanteile hinzugewonnen. Aber man muss natürlich das Ganze sehen. Und wenn ich das vergleiche mit den Zeiten oder mit den Jahren der Eigenwirtschaftlichkeit, ist die Gestaltungshoheit, die wir hier jetzt nicht mehr haben, ist es natürlich wirklich bitter. Man bekommt wirklich alles vorgegeben. Selbst wider besseren Wissens werden Verkehrsangebote in den Markt hineingedrückt von Planern, die möglicherweise an der einen oder anderen Stelle die Erfahrung einfach gar nicht haben und planen am Bedarf vorbei. Und das tut einem wirklich in der unternehmerischen Seele weh. Verkehre, die einstmals eigenwirtschaftlich waren, werden dann durch eine absolute Fehlplanung in schwerst defizitäre Verkehre hineingedrückt. Der Steuerzahler wird mehr und mehr zur Kasse gebeten. Die Kreisumlagen werden entsprechend erhöht werden müssen, einfach weil diese ganzen Planungsaspekte halt an der Realität vorbeigeführt werden. Das ist im Moment eigentlich so ein bisschen das, was mich am meisten bewegt. Und das tut einem, wie gesagt, in der unternehmerischen Seele dann auch weh, dass man die Gestaltungshoheit einfach nicht mehr hat und wahrscheinlich auch nicht mehr wiederbekommen wird. Pessimistischer Ausblick, Herr Rainer. Wir kennen noch kein Wahlprogramm, aber vielleicht können Sie uns heute schon verraten, was Sie, CDU, CSU, in der kommenden Legislatur
vorhaben und vor allem natürlich unter dem Aspekt, wo Sie denn den Mittelstand im ÖPNV unterstützen können, um vielleicht auch solchen Entwicklungen, wie wir sie hier gerade gehört haben, etwas entgegensetzen zu können. Ja, Frau Ludwig, meine Damen und Herren, ich habe jetzt ganz überrascht und ein Stück weit entsetzt auch zugehört, wie sich manche politische Entscheidung auf die Mittelständler auswirkt. Wir sind uns alle einig, wir wollen nach wie vor einen gut funktionierenden ÖPNV. Und um einen gut funktionierenden ÖPNV zu haben, brauchen wir die Mittelständler. Ich sehe das bei mir, also Sie haben vorhin schon gesagt, wo ich herkomme, aus Niederbayern, total ländlicher Wahlkreis. Bei mir stellt sich nicht die Frage, dass das die Kommune macht. Wir sind im Gegenteil dankbar, dass es private Anbieter machen. Und was gerade mein Vorredner gesagt hat mit den Plänen, die irgendwelche Büros von irgendwoher machen. Ich hatte gestern erst eine Diskussion mit Aufgabenträger in einem Landkreis bei mir im Wahlkreis. Die hatten, also man muss sich mal vorstellen, Bayerischer Wald, die hatten ein Büro aus Kassel. Das hatte natürlich nicht funktioniert. Das hätte ich Ihnen vorher auch schon sagen können. Jetzt machen sie das selbst und nutzen auch das Wissen vor Ort. Also ich denke, das ist eine Diskussion, die vorhin geführt worden ist, die den ländlichen Raum nicht so stark betrifft, aber eher den urbanen Bereich. Also da müssen wir aufpassen. Wir müssen aufpassen und es ist völlig richtig, was vorhin gesagt worden ist. Wir müssen auch den Mittelständlern wieder mehr zutrauen. Es ist vorhin schon gesagt worden, dass einige Parteien, die heute in der Schalte sind, nicht so entschieden haben, wie sie entschieden haben. Ich gehe jetzt davon aus, dass das die Union war, wenn es in der letzten Legislatur beschlossen worden ist, weil die FDP nicht dabei war und sie jetzt dabei sind. Ob wir jetzt mehr Mittelstand oder weniger Mittelstand haben, wird sich bei der Bundestagswahl entscheiden. Es sitzen heute zwei Parteien am Tisch, die gerne mehr Mittelstand und mehr Wettbewerb hätten. Wenn es anders ausgeht, dann ist halt auch so eine Geschichte. Aber man darf halt eines nicht vergessen, und ich war selbst 18 Jahre lang Bürgermeister, zwar in einer mittelgroßen Gemeinde nur. Die Kommunen entscheiden halt vor Ort selbst und nicht jedes Kommunalunternehmen, das gegründet ist, ist per se schlecht. Es gibt auch manche Aufgaben, die halt ein Privater nicht übernehmen kann, weil es einfach von Haus aus schon defizitär sind. Und diese kommunalen Unternehmen machen halt dann eine Querfinanzierung. Da kann man jetzt drüber diskutieren, wie man will, ob das gut ist oder schlecht ist. Auf alle Fälle brauchen wir den Wettbewerb und brauchen wir auch den Mittelstand. Und dem Mittelstand müssen wir auch die Möglichkeit bieten, sich im ÖPNV entwickeln zu können. Und wenn vorhin gesagt worden ist, es ist bei manchen Bereichen oder manche sagen, es ist schlimm, wenn man Gewinne macht. Also wer sowas sagt, der hat überhaupt keine Ahnung, bevor ein Unternehmer Gewinne macht. Also ich bin selbst einer, muss er zuerst einmal ins Risiko gehen. Er muss ins Risiko gehen, muss investieren und dann darf er auch Gewinne machen. Also das darf nicht mehr verboten sein. Und wenn man einen guten Gewinn macht, dann sollte man auch eine gute Steuer. Das kommt also am Ende der Tage allen zugute. Also das muss auch in unser Wahlprogramm einfließen, das ich noch nicht in Gänze kenne. Ich weiß ein paar Einzelheiten, sind aber auch gestern schon durchgesickert. Wir wollen keine Steuererhöhung, sondern eher Steuerentlastung für die Unternehmen. Also wird den Mittelständlern in der Gänze auch gut tun. Das Fatalste wäre jetzt mit Steuererhöhungen zu arbeiten. Wir müssen an verschiedenen Stellen auch regulatorisch entlasten. Muss auch sein. Und ich will bloß noch ganz kurz zur Mobilitätsdatenverordnung was sagen. Also den Wunsch des BDOs hat unser Berichterstatter Michael Dant, oder ist diesem Wunsch schon nachgegangen und hat Auskunft vom Verkehrsministerium bekommen, um hier Missverständnisse zu vermeiden, plant das BMVI eine explizite Klarstellung in § 1 der Mobilitätsdatenverordnung vorzunehmen, dass also zumindest dieser eine Wunsch des BDO auch so übernommen werden kann. Also da haben wir uns schon gekümmert. Ansonsten sind wir im Verordnungswege als Bundestag nicht immer dabei.
Das betrifft jetzt das Thema Mietomnibusverkehr, der sonst irgendwie mit betroffen wäre. Ja, vielen Dank für die Unterstützung. Einem Wunsch des BDO ist schon nachgekommen. Wir haben natürlich noch ganz viele. Kommen wir vielleicht im Laufe der Diskussion auch noch drauf. Vielen Dank, Herr Rainer. Herr Herbst, ist das, was Alois Rainer gesagt hat, der hat Sie ja vorhin schon so ein bisschen mitgenannt. Trifft das auf Sie zu oder was haben Sie vor für die nächste Legislaturperiode? Ja, dass unser Herz für den Mittelstand schlägt, ist, glaube ich, hinreichend bekannt. Und wahrscheinlich sind wir die marktwirtschaftlichste Partei im Deutschen Bundestag. Deshalb ist es für uns auch wichtig, dass es einen fairen Wettbewerbsrahmen gibt. Also Wettbewerb braucht Regeln, aber die müssen fair sein. Und wir sehen ja, dass ungefähr 85% der gesamten Investitionen, die in dem Land getätigt werden, eben nicht vom Staat kommt, sondern durch private Unternehmen. Auch die Innovationen, wenn wir ehrlich sind, auch im Mobilitätssektor, kommen jetzt in der Regel eher weniger vom Staat. Wenn wir uns auch manche Entwicklungen angucken im ÖPNV-Bereich, Stichwort Digitalisierung, Mobility Insight, wo man mit vielen Steuermillionen seit Jahren versucht, das hinzubekommen, da sind Private einfach schneller und besser. Und deshalb glauben wir, dass die private Innovationskraft gestärkt werden muss. Und deshalb müssen auch Unternehmen im Übrigen Gewinne machen können, um A, in Digitalisierung zu investieren, B, aber auch in Fahrzeuge, denn die Frage werden wir dann, glaube ich, noch diskutieren beim Thema Klima. Moderne Fahrzeuge sind das A und O, was die Betriebskosten betrifft, aber auch was das Thema Klimafreundlichkeit betrifft und sicher auch, was die Mobilitätsanforderungen der Kunden betrifft, denn auch die wollen mittlerweile WLAN im Bus haben und sie wollen möglichst, sage ich mal, bruchfrei reisen. Wir müssen uns sicher über das Tarifsystem mal Gedanken machen. Ich lebe in einem Bundesland mit 5 Verkehrsverbünden. Wir können sich vorstellen, was da immer an den Verbundgrenzen passiert. Da sind dann die Leute wahnsinnig, obwohl sie nur 10 Kilometer am Ende zur Arbeit pendeln müssen. Und die Tarife sind fürchterlich, weil jeder hat ein anderes Tarifsystem. Und wenn wir ÖPNV attraktiver machen wollen, dann müssen wir natürlich mal aus Kundensicht denken und überlegen, wenn jemand unterwegs ist, dann möglichst einfach von A nach B kommt. Die Dresdner Verkehrsbetriebe nutzen jetzt eine Schweizer App interessanterweise, wo ich einfach, wenn ich in den Bus oder Bahn einsteige, die App anmache, mich quasi einchecke, dann irgendwann aussteige, egal wie viel ich umgestiegen bin und checke mich wieder aus. Und das 24 Stunden danach wird ausgerechnet, was ist jetzt der günstigste Tarif. Das heißt, ich musste mich gar nicht vor diesem Automaten irgendwie quälen und überlegen, was ist jetzt der Tarif. In meiner eigenen Stadt geht es ja noch, aber wenn man jetzt mal in einer anderen Stadt ist, ist das schon eine Herausforderung. Und ich glaube, wir müssen die Hürden einfach senken, da mehr Kundenfreundlichkeit zeigen. Und dann ist es, glaube ich, auch für den ÖPNV und für die Unternehmen, die im ÖPNV unterwegs sind, durchaus das Geschäftsfeld offen. Und das andere ist wirklich, dass wir, da gebe ich alles rein recht, aufpassen müssen, dass wir nicht die Unternehmen immer mehr belasten. Und es kommt immer was obendrauf, es ist die Sozialgesetzgebung und dann ist es wieder eins im Steuerrecht und dann ist es wieder eine Vorgabe im Klimarecht. Also dieses Mikromanagement, was ja auch für ein Misstrauen des Staates gegenüber Unternehmen spricht, das müssen wir mal beenden, weil die müssen die Chance haben, wieder mehr Freiheitsgrade zu haben. Und aus meiner Sicht müssen wir auch Unternehmen zuerst vertrauen und nicht zuerst misstrauen. Und es gibt leider viele Wettbewerber, die sehen das anders. Und das wird in der Tat die Gretchenfrage zur Bundestagswahl. Haben wir Vertrauen in ein freies Wirtschaftssystem? Wollen wir die Innovationskraft stärken? Oder wollen wir eher eine sehr starke Planwirtschaft, die halt von Misstrauen und von höheren Steuern geprägt ist? Und das wird der Wähler entscheiden müssen im September. Vielen Dank, Herr Kurt. Wohin steuert die Politik nach Ihrer Beobachtung? Wird künftig, also vorhin hat sich das ja schon abgezeichnet, die Ansicht von Professor Sittki zu meiner Frage, aber ich in der Hoffnung auf eine andere Antwort von Ihnen, wird künftig vielleicht auch wegen der sich abzeichnenden schwierigen Haushaltslage ab 2022, Schuldenbremse und so weiter, doch wieder mehr auf private Unternehmen in den Feldern der Daseinsvorsorge gesetzt werden? Oder sehen Sie das ähnlich pessimistisch mit dem weiteren Zuwachs der kommunalen Unternehmen, wie das der Professor Sittki vorhin dargestellt hat? Frau Ludwig, Sie haben gebeten, dass ich Sie in Ihrer Hoffnung bestärke als gebürtiger Rheinländer. Da bin ich auch grundsätzlich hoffnungsausgerichtet, aber das wäre jetzt, glaube ich, auch ein bisschen unrealistisch. Ich denke, wir alle sind uns darüber im Klaren und da will ich meinen beiden Vorrednern jetzt auch gar nicht zu nahe treten. Wahlkampfzeiten sind grundsätzlich solche, wo man noch vergleichsweise viele freundliche Botschaften hört. Nun ist aber der Wahlkampf irgendwann vorbei und dann beginnt ein Bundestag zu arbeiten. Und ich habe noch, wenn ich das so sagen darf, weil ich den Job auch schon ein bisschen länger mache,
noch die Koalitionsverhandlungen der letzten Bundesregierung aus CDU, CSU und FDP im Sinne. Die haben sogar mal in den Koalitionsvertrag reingeschrieben, dass sie das Umsatzsteuerprivileg der Kommunen abschaffen wollen. Und kaum war der Koalitionsvertrag unterschrieben, hat mir Herr Minister Schäuble mal gesagt, dass Koalitionsverträge überhaupt nur solche zu interessieren haben, die sie verhandelt und unterzeichnet hätten. Keinerlei rechtliche Ansprüche irgendwelchen anderen offenbaren oder beinhalten würden. Und natürlich ist in der ganzen Legislaturperiode von keiner der beiden Parteien dieser Ansatz aus dem Koalitionsvertrag aufgenommen worden. Und ich bin mir darüber im Klaren, wie stark kommunale Spitzenverbände sind. Ich bin mir darüber im Klaren, wie stark der Verband kommunaler Unternehmen ist. Wenn Sie mich fragen, wo eigentlich sehen Sie den meisten Hoffnungsschimmer, dann würde ich sagen, ich glaube, die Europäische Union wird sich das nicht mehr lange gefallen lassen, wie das hier läuft, weil es wird dort sehr klar nachvollzogen, wie hier eigentlich das Umsatzsteuerthema aussieht. Und nochmal, den Fall, dass eine Kommune in einem anderen Bundesland wirtschaftliche Aktivitäten ohne Umsatzsteuer anbieten kann, ist einer, der in Brüssel von jedem, mit dem Sie dort sprechen, für rechtswidrig gehalten wird. Und jetzt kann man sagen, wird irgendwann in Umsatzsteuerfragen die Kommission gegen ein Mitgliedsland wie Deutschland vorgehen. Das wird man mal sehen. Aber hier sehe ich noch das meiste ordnungspolitische Verständnis. Und man muss dann schauen, die bisherige Situation war leider nicht so, dass Kommunen, die in finanziellen Problemen stecken, Völklingen ist auch keine Stadt, die ausgesprochen solide Haushaltszahlen aufweist, dass die sich davon haben abschrecken lassen und gesagt haben, wir überprüfen mal unser Beteiligungsportfolio und öffnen das für privatwirtschaftliche Aktivitäten. Das ist gelegentlich passiert, aber kein durchgängiger Trend. Und das muss man nun sehen. Ich setze stark auf Brüssel hier in diesem Punkt. Vielen Dank. Ich möchte... Tut mir leid. Ja, ich muss der Tatsache ins Auge blicken. Ich möchte noch mal auf stärker das Thema Klimaschutz in den Fokus rücken, der in meinen Augen untrennbar verbunden ist mit dem Thema Stärkung des ÖPNV, Rückgewinnung des Vertrauens der Fahrgäste. Das ist ja alles zusammenhängend. Die Clean Vehicles Directive gibt ganz ambitionierte Ziele vor. Wir haben in unserem Unternehmer-Workshop in der vergangenen Woche zu diesem Thema herausarbeiten können, dass diese sehr ambitionierten Ziele nicht alleine zu schaffen sind. Das schaffen die privaten Unternehmen nicht, auch die kommunalen nicht, sondern das ist eine Gemeinschaftsaufgabe von Unternehmen, Politik, Aufgabenträgern vor Ort. Vielleicht auch eine Haltungsfrage der Bürgerinnen und Bürger, um Mobilität nochmal neu zu denken. Das versetze ich mit einem Fragezeichen. Herr Herbst, worauf setzt die FDP? Vorhin kam schon so zum Anklang, dass Sie keinerlei Verbote wollen. Ich habe Bernd Reuter gehört, der gesagt hat, man darf den Menschen nicht ihr Hauptfortbewegungsmittel wegnehmen und es unbezahlbar machen. Aber wie ist das dann mit dem Klimaschutz und der Stärkung des ÖPNV? Schaffen wir das durch Wettbewerb oder wie sind Ihre Ideen dazu? Ja, zunächst muss es darum gehen, den Kunden einen Vorteil, einen Nutzen zu bieten. Und ich sage mal, auch wir sehen natürlich, dass die Klimaziele ehrgeizig sind, dass man da was tun muss. Auch wir sind für eine CO2-Bepreisung, aber anders als es die Bundesregierung jetzt macht, eben nicht mit einer festen Abgabe, sondern wir sind für ein Emissionshandelssystem, was auch den Verkehrssektor mit einbezieht. Einfach um ein Stück wegzukommen von diesem kleinen Mikromanagement, was man jetzt macht, wo man jeden Sektor einzeln betrachtet und sehr, sehr kleinteilig Subventionen, Verbote, andere Maßnahmen politisch beschließt. Wir glauben, dass die Innovationskraft damit ausgebremst wird. Denn, auch volkswirtschaftlich macht es ja am meisten Sinn, dass wir die Tonne CO2 zum geringsten Preis vermeiden und nicht zum höchsten Preis.
Und sagen wir so eine sinnvolle gesellschaftliche und volkswirtschaftliche Lenkung bekommt man nur hin, wenn es halt ein wettbewerbliches System gibt. Und das hat man halt mit einer Strafsteuer nicht. Und im Übrigen dürfen wir wirklich nicht aus dem Auge verlieren, dass Mobilität bezahlbar sein muss. Es wird auch in Zukunft notwendig sein, wie es in vielen Ländern ja auch gemacht wird, dass man zum Beispiel für die Busanschaffung, gerade für die ÖPNV-Bus, eine Busförderung zahlt. Das wird es auch geben. Trotzdem gibt es auch da natürlich Technologieunterschiede. Wir sind für Technologieoffenheit und ich sage mal, in einer Stadt wie Berlin, vielleicht auch in weiten Teilen von Dresden, lässt sich auch mit Elektrobussen eine Menge machen. Im Erzgebirge mit der Technologie, die wir derzeit haben, nicht. Weil da geht es viel zu viel die Berge hoch, da wird der Winter knackig kalt. Also da sinken die Reichweiten ganz schnell ab. Mal davon abgesehen, dass auch die technische Zuverlässigkeit ja noch nicht dort ist, wo man mit dem modernen Dieselbus ist. Und da spielt sich ja eher die Frage, kurzfristig, sage ich mal, dass man synthetischen Kraftstoff mit so einer Beimischung, um eben die Kosten im Griff zu halten. Langfristig gibt es vielleicht dann auch Brennstoffzellenbusse oder man fährt auch wirklich mit synthetischen Kraftstoffen. Das wird sich im Markt zeigen müssen. Und wir dürfen da nicht übertreiben, auch bei den Abgasnormen nicht. Wir haben ja jetzt die Diskussion vor allem im Pkw-Bereich, was die Euro-7-Norm betrifft. Und wenn wir das dann für Nutzfahrzeuge, Busse auch noch haben, dass man nicht durch die Hintertür den Verbrenner quasi unmöglich macht, also mit unrealistischen Praxis nicht gerechten Zielstellungen. Denn nicht der Verbrennungsmotor ist ja das Problem, sondern was wir drin verbrennen. Also wenn wir in einer anderen Form zur Klimaneutralität kommen oder zum Absenken zumindest der CO2-Emissionen, hätten wir ja auch was gekonnt. Und auch beim gegenwärtigen Energiemix, wenn wir mal ehrlich sind, in weiten Teilen, es ist eine Milchmädchenrechnung, dass auch ein Elektrofahrzeug kein CO2 ausstößt. Das stimmt überhaupt nicht, wenn wir uns den CO2-Mix angucken. Auch in meinem Bundesland gibt es noch Braunkohlekraftwerke. Wenn hier der Wind nicht weht, ist es natürlich Braunkohlestrom, der verfahren wird. Und deshalb muss man eine Gesamtlebensbetrachtung machen. Und ich glaube, wir müssen uns auch ehrlich machen, was die Umweltziele betrifft und nicht nur immer einzelne Bereiche rauspicken und dann versuchen, eine sehr, sehr kleinteilige Lösung zu machen. Richtig ist, der ÖPNV kann einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Ich glaube, dort, wo sich Personenströme bündeln lassen, da ist einfach dem Auto überlegen. Und ich denke da an die Metropolregion, an Großstädte, da lässt sich eine Menge machen. Ich bin ein bisschen skeptischer für die dünn besiedelten ländlichen Regionen. Also ich meine, da liegt nicht überall eine Schiene und da wird auch nicht überall eine Schiene hinkommen. Und dann sind die Ortsteile ja so zum Teil so verstreut, dass das Problem der letzten Meile noch nicht gelöst ist. Das heißt, wenn ich 3 Kilometer vom Bahnhaltepunkt entfernt wohne, heißt das ja noch nicht, dass der ÖPNV für mich da an der Stelle attraktiv ist, weil ich muss erstmal die 3 Kilometer überwinden. Manchmal sind es noch mehr und da reden wir noch gar nicht über eine optimale Taktung. Und ja, da ist die Bündelung sicher schwierig. Ich glaube, wir sollten schauen, dass wir dort, wo die Potenziale sich am schnellsten heben lassen, dass wir dort mehr tun. Und das sind für mich in erster Linie die Großstädte. Und dann brauchen wir flexiblere Bedienformen für die dünn besiedelten ländlichen Regionen, damit es tatsächlich eine Alternative zum eigenen Fahrzeug gibt. Und das abzuschaffen. Also da will ich auch dazu sagen, ich glaube, das Auto wird nach wie vor eine Rolle spielen. Und das werden wir auch noch in 10 Jahren sehen, dass es eine wichtige Rolle spielt. Bei dem Stichwort ländliche Räume bin ich dann wieder bei Peter Kurt mit dem Koalitionsvertrag. Papier ist geduldig, denn die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Stadt und Land stand auch im bisherigen Koalitionsvertrag. Und nach meinem Eindruck sind wir da vielleicht auf dem Weg, aber auch noch lange nicht am Ziel. Lieber Herr Rainer, das BMVI, CSU-geführtes Ministerium, hat zumindest in meiner Wahrnehmung mit den ÖPNV-Rettungsschirmen und mit dem von unseren Unternehmen fast liebevoll Steuerprogramm genannten Unterstützungsprogramm für die Bustouristik eine Menge erreicht. Darüber wird vielleicht nicht so viel gesprochen wegen manch anderer Themen. Wie ist Ihre Einschätzung? Was ist Ihnen wichtig beim Thema Klimaschutz im ÖPNV im Hinblick auf den Mittelstand? Ich spiele natürlich insbesondere auf die Clean Vehicles Directive und deren Umsetzung an, die wir ja jetzt wirklich ganz unmittelbar vor uns haben, weil der erste Zeitraum am 2. August in diesem Jahr schon zu laufen beginnt. Also ich hoffe, ich habe jetzt laut geschaut. Ja, genau. Also grundsätzlich muss man mal sagen, war es uns wichtig, dass wir die CVD, wenn ich es abgekürzt sagen darf, 1:1 umsetzen. Mir ist es auch so zugesichert worden, dass es auch so gemacht worden ist. Ich war selbst mit dabei. Also das war uns wichtig, nicht nochmal auf die europäischen Vorgaben, auf die Richtlinie, die umzusetzen war, hier nochmal eins draufzusetzen, wie man es, und das sage ich auch so ehrlich,
gerne in unserem Land macht. Also das ist schon mal das eine. Das Gesetz soll auch dazu führen, Mindestziele der öffentlichen Auftragsvergabe bei der Beschaffung und beim Einsatz von sauberen Fahrzeugen zu reglementieren, was hier anzuwenden ist. Also grundsätzlich lässt sich aber sagen, die großen Trends wie Dekarbonisierung, Digitalisierung oder der demografische Wandel, die werden die Mobilität verändern. Da bin ich überzeugt, wenn es auch noch ein Stück weit dauern wird. Der ÖPNV spielt dabei eine richtig große Rolle, die Möglichkeit, die wir haben. Und klar in den Städten eventuell eine größere, aber gerade am Land. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe gestern eine Diskussion gehabt. Wir haben bei uns zum Beispiel ein Rufbussystem. Ich habe immer schon gesagt, so feste Linien, in denen die Bussen hauptsächlich warme Luft transportieren, bringen relativ wenig. Also Rufbussysteme, andere intelligente, innovative Lösungen, an denen müssen wir miteinander arbeiten. Da braucht man auch die Unternehmen. Und da würde ich mich freuen, wenn Sie sich da auch mit einbeziehen lassen und uns gute Ideen aus der Praxis geben. Denn die sind diejenigen, die es wissen. Also automatisierte Fahrfunktionen und. Also da könnte ich mir so vieles vorstellen. Wir müssen aber auch dann die Möglichkeit schaffen, das haben wir jetzt mir als Gesetzgeber oder die Landesgesetzgeber gefragt, dass wir diese innovativen Lösungen auch mit unterstützen. Nicht, dass wir stur immer sagen, okay, diese Linie wird gefahren, diese Linie wird unterstützt, weil sie defizitär ist, aus welchen Gründen auch immer. Und wenn man dann was anderes macht, was Neues, was Innovatives, nein, das geht nicht. Also da muss man, denke ich, in der jetzigen Zeit muss flexibleres Denken erlaubt sein. In der jetzigen Zeit der Digitalisierung, wir haben so viele Möglichkeiten, müssen alle Stakeholder miteinander zusammenarbeiten, dann denke ich, kann man eine gute Lösung schaffen, um auch im ländlichen Raum und im städtischen Bereich was zu erreichen. Was noch die Fahrzeuge anbelangt, ist ja die Union technologieoffen unterwegs. Das denke ich, wissen Sie. Wir haben auch in unserem Papier das festgelegt. Wir wollen technologieoffene Förderung. Natürlich ist die Elektromobilität in aller Munde. Aber ich kann nur sagen, bei mir in Straubing werden methangasbetriebene Busse gefahren. Ich finde das super. Wir haben viele Biogasanlagen bei uns in der Nähe. Wenn die das dann am Ende der Tage auch einmal speisen können, ist das eine hervorragende, tolle Lösung, wie man für den Klimaschutz vieles machen kann. Und die Leute akzeptieren das auch. Also da muss man daran arbeiten und nicht überall. Und da muss ich einem Kollegen Herbst recht geben, batteriebetriebene Fahrzeuge, das geht vielleicht in flachen Städten. Auch die werden dann auch besser werden, muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Aber wir müssen die breite Basis der verschiedensten Antriebe erlauben und auch unterstützen, damit wir ein Stück weit weiterkommen. Und das geht beileibe nicht innerhalb von 3 Jahren oder 5 Jahren. Wir brauchen da ein Stück weit Zeit dazu. Vielen Dank. Sebastian, was müsste sich denn rechtlich ändern, damit der Mittelstand den ÖPNV stärker mit dem Klimaschutz verbinden kann? Also egal, ob eigenwirtschaftlich unterwegs oder als Auftragnehmer. Ich denke da an die Förderung der Fahrzeuge mit alternativen Antrieben. Aber allein mit der Förderung der Fahrzeugbeschaffung ist es ja bei Elektromobilität, Wasserstoffmobilität nicht getan, wie wir in unserem Workshop letzte Woche auch nochmal deutlich herausgearbeitet haben, weil dann sozusagen das dicke Ende ja erst noch kommt. Was sind da deine Gedanken zu dem Thema? Ja, ich bin da bei Herrn Herbst zunächst mal, dass ich immer wieder wahrnehme, dass die Diskussion eigentlich ehrlicher und realistischer geführt werden müsste. Die Beteiligten stürzen sich immer unglaublich schnell auf hehre Wünsche und Programmsätze, die sich einfach gut anhören. Der Mittelstand steht aber vor dem zurzeit quasi nicht zu bewältigenden Problem eines Investitionsvolumens in alternative Antriebe inklusive Infrastruktur, Wartung, Ausstattung mit Personal, was sich damit auch auskennt. Ja, keiner will, dass der Azubi an dieses dicke Kabel packt, weil er bislang immer dachte, er kann einfach den Motorraum aufmachen und jetzt muss er halt ganz andere Dinge können. Da zieht sich ja ein ganzer Rattenschwanz von Investitionen hinterher und das ist mit einer einfachen Fahrzeugförderung schlichtweg nicht getan. Abgesehen davon
mehren sich bei uns auch die Mandanten, die sagen, Fördermittel weder für Betriebshof noch für Fahrzeuge bitte. Die werden nämlich ausschreibungspflichtig, die müssen auf einmal als Privatpersonen dem Vergaberecht gehorchen, und machen sie da auch nur einen Fehler und die Fälle, die wir da verteidigen müssen, die häufen sich, dann gibt es nach 10 Jahren die Zweckverwendungsprüfung und dann werden bis zu 100% der Fördermittel zurückgefordert, weil es einen Fehler in einer Ausschreibung von vor 10 Jahren gab. Also diese Risiken einzugehen, also Mittelständler sind unglaublich bereit, Risiken einzugehen, aber sie schätzen sie natürlich auch realistisch ein und unnötige Risiken werden nicht eingegangen. Und da steht die Bürokratie dann auch ein gutes Stück weit im Weg. Meine persönliche Wahrnehmung ist, dass das Thema viel zu sehr übers Knie gebrochen wird. Es geht alles zu schnell, das führt zu einer Überforderung, dass jemand, der hinter den Investitionen auch wirtschaftlich stehen muss, natürlich ganz anders agiert als, und da sind wir wieder bei öffentlichen Unternehmen, die politisch gesteuert sind, wo Kommunalpolitiker sind ja letztendlich Kommunalpolitiker in Wahlkampfzeiten auch gefragt sind, dass das ÖPNV, ist der ÖPNV immer ein gern gesehenes Thema und natürlich musst du jetzt mit Elektrofahrzeugen und zack werden irgendwie überall Schnellladestationen für Busse aufgebaut an den Wendeschleifen und schon gibt es eine große Flotte von E-Gelenkzügen. Das kann der Mittelstand so nicht mitmachen. Das wird nicht funktionieren. Das ist das Ende der eigenwirtschaftlichen Verkehre. Wenn dann in den Vorabbekanntmachungen im Nahverkehrsplan wird ja drinstehen zur Umsetzung der CVD, welchen Anteil die Betreiber an sauberen Fahrzeugen bringen müssen. Klammer auf, so sauber wie der Diesel zurzeit ist, war er noch nie in der Menschheitsgeschichte. Warum wird das eigentlich immer ausgeklammert, was geleistet wurde durch die Ingenieure beim Dieselmotor? Ja, und aber was auch schon angesprochen ist, warum betrachte ich denn eigentlich nicht den Strommix? Warum werden die Augen davor verschlossen, dass in Frankreich die hier so verpönte Kernenergie letztendlich dazu führt, dass das Land, was die Klimaziele angeht, ganz weit vorne ist und sich natürlich auch viel mehr Elektromobilität leisten kann, als wir das jemals könnten mit unserem Strommix. Das wollen wir doch nicht ernsthaft alles mit russischem Gas versorgen. Also es kommt mir immer wieder und an allen Ecken und Enden mit der heißen Nadel gestrickt vor. Vielen Dank, Sebastian. Ich kann dir, glaube ich, die Antwort geben. Die Antwort heißt Ideologie. Also wir kommen mit unseren Argumenten, dass lokal emissionsfrei was anderes als emissionsfrei auch leider nicht so richtig durch. Ich blicke mal kurz zu meinen Kollegen, weil ja auch hier Fragen und Antworten noch eine Rolle spielen sollen aus dem Publikum. Und Christiane hat sich schon eingeschaltet. Dann berichte doch mal, was im Chat gerade da los ist. Ja, also wir haben einige Anregungen und Anmerkungen im Chat. Vielleicht das Thema Digitalisierung, was angesprochen wurde. Ja, also ist das noch so zeitgemäß mit diesen Fahrscheinkarten und kann das nicht vielleicht auch gerade in den ländlichen Räumen zu einer Verbesserung führen, wenn wir da weiter digitalisieren? Das ist hier so als Anregung gekommen. Dann ist auch die Frage aufgeworfen, die wir heute aber, glaube ich, nicht mehr in Anbetracht der weglaufenden Zeit diskutieren können. Aber ich will es mal ansprechen. Vielleicht ist es was für ein weitergehendes Forum. Also die Frage ist, wie bekommen wir jetzt nach Corona die Fahrgäste wieder in die Busse zurück, also auch in den ÖPNV. Es ist ja hier auch mal schon mal mit angeklungen, ja, dass das Gefühl der Distanz, die man so halten möchte, vielleicht da so ein bisschen entgegensteht. Aber da sollte man sich vielleicht am Tag der Daseinsvorsorge auch drüber unterhalten, ist hier angeregt worden. Und dann gibt es eine Frage vom Jörg Schürmann, die geht an den Herrn Rainer. Und die betrifft das Thema, was der Dirk Henske noch aufgeworfen hat. Also auf der einen Seite diese Ausschreibungen, die jetzt immer mehr kommen und die Unternehmen aus den eigenwirtschaftlichen Genehmigungen herausdrängen. Also das ist ja, sind ja zwei separate Wettbewerbsverfahren und wir stellen ja fest, dass es immer weniger eigenwirtschaftliche Genehmigungswettbewerbe gibt zu Lasten der Ausschreibungswettbewerbe. Und da sagt er oder fragt der Jörg Schürmann, gerade die Qualität im ÖPNV rückt leider aufgrund der europäischen Ausschreibung in den Hintergrund. Es zählt nur noch der Preis und er fragt, ob das der richtige Weg ist, die doppelte Fahrgastzahlen im Jahre 2030 zu erreichen. Die Frage fand ich jetzt sehr interessant. Vielleicht kann der Herr Rainer die direkt noch beantworten. Ja, ich werde es, Frau Leonhardt, ich werde es zumindest versuchen oder
oder meinen eigenen Ansatz mit einbringen. Also es sollte nicht nur der Preis zählen, sondern die Qualität. Es ist richtig angesprochen. Entschuldigung, welche Fahrzeuge, welche Fahrzeugqualität? Und zur Qualität, da sind jetzt weniger die Unternehmer gefragt, zählt aber auch die Ausstattung der jeweiligen Haltestellen. Also die gehört auch mit zur Qualität dazu, die sind aber bei den Ausschreibungen nicht berücksichtigt. Da spiele ich den Ball an die jeweiligen Aufgabenträger zurück, also an die Kommunen. Also ich denke, bei einer Ausschreibung sollte und muss eigentlich die Qualität eine Rolle spielen. Es ist natürlich ein Unterschied, wenn ein Unternehmer mit einem relativ neuen, modernen Fahrzeug mit best ausgestatteter Filteranlage unterwegs ist, der braucht etwas mehr, um hier finanziell richtig unterwegs sein zu können, als einer, der mit einem alten Fahrzeug und das nicht ganz so modern ist, unterwegs ist. Also ich denke, Qualität muss und sollte und muss eigentlich in den Ausschreibungsunterlagen berücksichtigt werden. Vielleicht können Sie auch, fällt mir nur noch so als Einsatz ein, in die Koalitionsverhandlungen, sollten Sie denn dazu kommen, die führen zu dürfen, die beiden Herren hier heute im Talk das Thema des Vorrangs der Eigenwirtschaftlichkeit aufnehmen. Ja, dann, also es steht ja drin im letzten Chor-Vertrag und es wäre ja schön, wenn wir ihn auch im nächsten wieder sehen können und dann vielleicht auch noch mit etwas mehr Hintergrund sozusagen. Es gibt noch eine Frage vom Uwe Brocke in Richtung kostenfreier ÖPNV. Das wird ja auch immer sehr stark diskutiert. Er hat jetzt nicht gefragt, an wen es gehen soll, aber ich würde mal ganz ehrlich vielleicht den Herrn Hensken fragen als privaten Unternehmer, wie er das denn sieht, wenn jetzt der ÖPNV bei ihm kostenfrei wäre. Also das sind genau die Themen, die bei uns auch in der Politik diskutiert worden sind. Die werden auch aktuell noch geführt. Ich habe ja eben gesagt, dass wir bis 2024 noch eigenwirtschaftlich unterwegs sind. Als Eigenwirtschaftler ist natürlich kostenloser ÖPNV ohne eine allgemeine Vorschrift, ohne Ausgleich der entgangenen Fahrgeldeinnahmen nicht vorstellbar. Wenn sich das Ganze dann komplett in der Bruttowelt abspielt, dann muss die Politik bezahlen. Und im Moment pflegen wir eigentlich immer gegenüber der Politik den Satz zu sagen, das, was ihr fordert, das könnt ihr gerne einfordern, ihr müsst es am Ende nur bezahlen, respektive es muss bezahlt werden durch die Kreisumlage, durch Steuern etc. Also insofern, ich könnte mir vorstellen, das ist aber rein perspektivisch zu sehen, dass man so in den nächsten 10, 15 Jahren vielleicht dazu übergeht, wir diskutieren ja im Moment auch immer wieder neue Tarifstrukturen, Tarifmodelle, und in diesen Diskussionsrunden wird das auch immer wieder benannt, dass in den nächsten 10, 15 Jahren möglicherweise es gar keine Fahrscheine mehr geben wird. Dann gibt es vielleicht wirklich nur noch komplett steuerfinanzierten ÖPNV. Ich glaube, das war jetzt schon. Sondern auch keine Fahrpreise sozusagen, weil das ja nochmal verschiedene Dinge sind. Christiane, wie sieht's aus? Weil unsere Zeit gerade schon wieder davon. Ich glaube, wir haben das meiste abgedeckt, ja. Okay, wunderbar, vielen Dank. Dann komme ich zu meiner Abschlussrunde. Und zwar habe ich die Bitte an meine Panelisten, einen Satz zu vervollständigen. Sie bekommen alle denselben Satz, von daher habe ich mir überlegt, für den ersten ist es natürlich am schwierigsten und da habe ich gedacht, ach, das macht der Peter Kurt locker aus dem Handgelenk. Der Satz lautet, Mittelstand im ÖPNV leistet seinen Beitrag für die Zukunft, wenn... Die Rahmenbestimmung, die Rahmenbedingungen stimmen und der Mittelstand nicht nur in Sonntagsreden ein Thema ist, sondern auch von montags bis Sonnabend. Vielen Dank, Sebastian. Mittelstand im ÖPNV leistet in Zukunft seinen Beitrag, wenn? Ich würde einfach das Wenn streichen und einen Punkt machen. Da gibt es eigentlich nichts zu ergänzen. Oder ein Ausrufezeichen. Okay, vielen Dank. Elegant gelöst. Dann bitte Herr Herbst. Ja, wenn der wirtschaftliche Rahmen so ist, dass er genügend Freiheiten enthält, um innovationsfähig am Markt unterwegs zu sein und auch Gewinn machen zu dürfen. Vielen Dank. Alois Rainer? Ich bin zwar jetzt in der Mitte, aber ich sage etwas provokant, wenn am 26. September die richtigen Parteien gewählt werden. Vielen Dank. Und das Abschlusswort dazu hat der Mittelständler hier in der Runde
Mittelstand im ÖPNV leistet für die Zukunft seinen Beitrag, wenn, Dirk Hensken? Wenn uns die Politik die Rahmenbedingungen dazu wieder gibt, mitzugestalten und auch hinsichtlich der CBD-Umsetzung auch zu unterstützen. Ich hätte eben da noch gerne was zugesagt, aber jetzt ist uns die Zeit davon gelaufen. Vielleicht können wir das an anderer Stelle nochmal tun. Wir setzen diese Runde sehr gerne fort. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich habe noch eine menschelnde Frage auch an Sie. Ich bin so furchtbar schlecht in unserer privaten EM-Tipprunde und da brauche ich jetzt mal ein bisschen Unterstützung. Wer wird denn Europameister, Peter Kurt? Frankreich. Sebastian? Ich würde mich dem anschließen. Okay, Herr Hensken. Ich bin nicht so der große Fußballexperte, aber ich traue unseren Jungs schon was zu. Schauen wir mal, wie das heute Abend ausgeht. Donnerwetter. Herr Herbst? Ich bin grenzenloser Optimist und setze auch Deutschland. 2-2. Okay, Herr Rainer, Sie sind das Zünglein an der Waage. Also ich bin auch grenzenloser Optimist und ich hoffe, dass Deutschland Europameister wird. Okay, dann gleiche ich die Waage wieder aus. Ich habe auf Frankreich getippt und dann schauen wir mal. Also ich wünsche Ihnen eine spannende WM, eine schöne Woche. Danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie heute in dieser Runde bei uns waren. Und bleiben Sie gesund und uns gewogen. Tschüss. Musik